So, ich wollte eben mal ein paar Sticks machen. Habe ich Sticks noch hier? Ach, 2x64 Sticks haben wir noch. So, dann machen wir einmal Schwarzeichenholzbretter und Blöcke des Zimmermanns. 40 Stück. Reicht das? Könnte eng werden ein bisschen, ne? Noch ein paar Sticks machen. Und noch einmal ein paar Blöcke. Shift. So, das sollte, denke ich, mal reichen. So, dann können wir die wieder wegpacken. Viel habe ich davon noch? 3x64. Der kommt da rein. Warum nimmt er die jetzt nicht automatisch hinterher? Das verstehe ich wieder nicht. Das verstehe ich wieder nicht. So, warte mal. Das hier können wir eigentlich auch mal eben wegtun. So. Dann haben wir das. Dann können wir einmal nochmal den Schüssel nehmen. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Das hier. Oh, Blasenglas raus. So. Was wollte ich noch machen? Was wollte ich noch machen? Was wollte ich noch machen? Ein paar Treppen. Block, Leiter, Treppe. Ja, dann machen wir hier sofort ein paar Treppen. So. 4, 8. Machen wir 12 sofort. Und dann gehen wir mal nach oben. Eigentlich habe ich mir jetzt überlegt, sollte man, man sollte das einfach so machen. Für die physikalische Correctness müsste eigentlich hier ja kein Holz sein, sondern müsste hier ja ein Holzbalken hängen. Und zwar so. So müsste hier ein Holzbalken sein. Ja, genau. Der das Ganze abstützt. Jetzt die Frage. Ne, der geht nicht ringsrum, oder? Geht der ringsrum oder nicht? Oder doch, oder nicht? Oder ja, oder nein? Auf jeden Fall muss er hier auch sein. So. So. Okay. Kriegen wir das hin? Ja, das geht, ne? So. Und so. Der müsste ja dann theoretisch das Dach abstützen. Den Dachstuhl. Da oben drauf. Muss der jetzt aber auch komplett außenrum, der Holzbalken? Oder nur da oben hin? Also ich würde sagen, da müsste auf jeden Fall auch noch einmal hier quer gehen. Natürlich wieder nicht hoch, ne? So. Der müsste auf jeden Fall nochmal hier so quer gehen. Einfach um das alles so ein bisschen abzustützen. So, dann liegt das hier drauf. Dann geht er noch hier. Bis hier vorne hin. Ja, eigentlich müsste er ringsrum gehen. Doch, der müsste eigentlich einmal komplett ums ganze Haus rum. So. Ist die Frage hinterher, wie sieht das aus?
Doch, eigentlich sieht es ganz gut aus. Doch, komm, das machen wir so. Der Holzbalken geht einmal ganz rum. Da brauche ich jetzt noch ein bisschen Schwarzeichenholz für. Wir wollen ja hier auch physikalisch korrekt bauen. Das ist ja meine Intention, sozusagen. Hier alles physikalisch korrekt zu machen in Minecraft. So. Das hier kommt dann schnell weg. So. Zack, zack. Nicht runterfallen hier. So. Dann geht der einmal komplett hier rum. Der in der Mitte stützt das alles ab hier. Und hier müsste eigentlich auch einer hin, ne? Ist jetzt natürlich schade um das Gras, weil es jetzt einfach kaputt geht. Aber gut. Ein bisschen Glas haben wir ja noch. So, okay. Nein. Das war falsch. So. Und hier, das mache ich genauso wie unten. Und zwar mache ich das auch mit Carpenter-Blöcken. Die haue ich mal eben schnell hier wieder ab. So. Dann bräuchte ich jetzt meinen Carpenter-Hammer. Der auch schon fast im Arsch ist. Kann ich ja eigentlich reparieren? Warte mal. Mit Eisen? Geht das? Zimmermannshammer? Und Eisen? Ne, geht leider nicht. Das geht leider nicht. Okay, dann müssen wir uns mal, glaube ich, einen neuen bauen. Gut, das geht aber relativ easy. Dreimal Eisen. Und. Achso, an meinem Boss bin ich auch. Okay. So. Zack. Haben wir schon mal 9 hier. Weil der Alte wird gleich mit Sicherheit die Segel streichen. Gut. Das heißt, hier oben kommen dann wieder so Treppen hin. Da auch. Und da auch. Die müssen dann aber... so sein. Und die müssen dann... Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Weil ich nicht genau weiß, welche Seite ich hier wieder anhauen muss. Oder muss ich mit Shift rechts? Shift rechts, Shift rechts, Shift rechts, Shift rechts, Shift rechts. Ich glaube, das geht so nicht, oder? Hier aus. Das ist immer so ein bisschen katastrophal mit den Dingern. Ich glaube, das wird so nichts. Ich glaube, das wird so nichts. Wir müssen das anders machen. Und zwar so. So macht er mit. Warum macht er das jetzt? So. Okay. Dann machen wir die ganze Reihe so. 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 Und so. Und hier kommen natürlich auch die Treppen so hin.
Richtig? Ne, der ist noch falsch hier. Den müssen wir einmal so hämmern. Okay. Dann kommt der so. Und ich habe keine Stufen mehr. Doch, da ist noch einer. So, aber brauche ich trotzdem noch welche. Moment, Moment, Moment. Wir gehen mal eben pennen. Gut. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Ein paar Zimmermannsblöcke. Mal eben schnell machen hier. Einmal Sticky the Sticks. Und Zimmermannsblöcke. Zack. 2x64. Das sollte wohl erstmal ausreichend sein. Na komm, dann machen wir jetzt sofort hier 40 Treppen. Dann haben wir erstmal wieder was. So, okay. Dann kommt das Holz da rein. Okay, so. Das Holz kommt wieder da rein. Zack. Und dann gehen wir wieder hier oben hin. Treppen. Zack, zack, zack. So. Dann klöpfen wir das mal wieder ab hier. Zack. So. Und dann haben wir das schon mal soweit fertig. Dann kommt jetzt natürlich, das muss ja auch so ein Trägerbalken sein. Da kommt dann dieses hier dran. So. Geht das? Ja. Das geht. So. Und so, so und so. Das sieht doch schick aus. Das sieht schick aus. So, gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr schön. Gut. Dann kommt hier. Kommt hier schon Glas hin? Wie habe ich das denn unten gemacht? Warte mal. Hier unten habe ich. Ne, erst einmal Holz und dann. Hä? Was ist da passiert? Und da? So. Und. So. Und so. Genau. So, jetzt wieder richtig. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut, dann kommt hier erstmal. Und ich nehme Slabs dafür. Das ist ein bisschen billig. Ein bisschen billiger. So, so, so. Gut. Und dann kommen hier alles Carpenter-Blöcke rein. Zack. Zack. Ich glaube aber, man kann das immer noch nicht machen. Warte mal. Man kann jetzt hier, glaube ich, keine ansetzen, oder? Ne. Man kann das nur so machen. Und hier geht es jetzt auch schon wieder nicht. Warum kann ich da jetzt... Das, muss man nicht verstehen. Unbedingt. Ja. Ist doch in Ordnung. Warum man jetzt keine Carpenter-Blöcke an geschlagene Carpenter-Blöcke setzen kann,
Ich weiß es nicht. Ein Bug in der Mod. So, da muss da natürlich eine Tür rein. Warte mal, wo machen wir die Tür hin? Die Tür würde ich sagen, machen wir hier hin. Und den Rest machen wir dann mit Glas zu. Ist jetzt die Frage, nehmen wir da auch das Blasenglas oder... Nehmen wir da das klare Glas. Ich glaube, wir nehmen das klare Glas genauso wie unten. Genauso wie unten machen wir das klare Glas hin. Was ist denn hier? Das nehmen wir mit. Dann haben wir noch eine Tür hier. Eine Zimmermannstür. Ne. Haben wir nicht. Müssen wir eben mal einmal ganz kurz eine bauen. So. Zack. Zimmermannstür. Gut. Was macht gerade wieder so einen Spaß, hier rumzubauen, ey. Ich freue mich gerade total. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange... Nein. Das war irgendwie falsch. Warum ich das so lange vor mir hingeschoben habe. Ist mir gerade wieder ein Rätsel. Ach, das kann ich gar nicht da dran machen, ne? Scheiße. Das geht gar nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Schüsseln kann ich das aber auch nicht, ne? Nein. Okay. Was haben wir denn unten für welches genommen? Randloses Glas? Oder welches war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Carpenter-Block. Okay. Hier haben wir genommen... randloses Glas. Okay. Dann nehmen wir das oben auch. Schüssel... Manissel. Randloses Glas. So. Dann machen wir das oben auch hin. Ist natürlich nicht randlos, weil die Carpenter-Blöcke nicht randlos sind. Aber ich finde, das sieht trotzdem ganz gut aus. Ja, doch. Das gefällt mir sehr gut. So. Warum kann ich jetzt hier keine Tür hinmachen? Ach, weil das ein Carpenter-Block ist, ne? Das ist natürlich durchaus problematisch. Das heißt, ich muss jetzt hier erst... Oh, nee, ne? Was ein Aufwand. So, dann kann ich die Tür dahin machen. Dann kann ich da das Glas dran machen. Dann muss die natürlich... Wird funktionieren wie Eisentür? Wird funktionieren... Hä? Wo ist denn der Unterschied? So? Oder so? So, ne? Nein. Ach so. Ah, okay. Eine Eisentür kann man nur von einer Seite aufmachen. Was ist das denn für ein Quatsch? Gut, okay. Dann haben wir das. Das sieht ja schon mal relativ schnuckelig aus hier. Oder? Was meinst du?
Was meinst du? Das da oben, die Ecke, die gefällt mir noch nicht so ganz so. Irgendwie, das sieht so ein bisschen komisch aus. Ich glaube, die mache ich. Das mache ich ein bisschen anders. Hier machen wir keine Stufen hin, sondern Blöcke. So. Da machen wir Blöcke hin. Und dann haben wir hier die Ecke drin. Wobei, dann könnte man es eigentlich auch direkt aus Glas machen, oder? Nee. So, dann machen wir die wieder ab hier. Zack. Blöcke. Stufen drauf. Dann kommt das wieder ab. Und das auch. Okay, dann müssen wir einmal hier. Müssen wir jetzt wieder so einen Hilfsblock dahin machen. Hilfsblock. Hilf mir Block. Und da auch. Und dann können wir die Treppe dahin machen. Zack. Und so. Ja, genau. Genau. Und dann machen wir das dahin und das dahin. Gut. Dann haben wir es doch. Dann haben wir das. Dann können das hier wieder weg. So. Ja, dann haben wir das doch hier fertig. Zack, mach die Tür wieder zu. Das sieht doch ganz schnuckelig aus jetzt hier. Gut, da sieht man dann natürlich den Balken, aber mein Gott. Das sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus hier. Durch das Glas. Zack, ist er weg. Zack, ist er da. Zack, ist er weg. Das sieht auch noch ein bisschen komisch aus irgendwie. Da auch. Könnten wir auch direkt komplett Glas. Wie sieht das denn aus? Doch, ja. Ne, das machen wir so. Das gefällt mir doch deutlich besser. Machen wir da komplett Glas. Wie so eine ganze Glasfront. Nach hinten raus, aufs Meer. Doch, das sieht doch schick aus. Das gefällt mir. So, Tür dazu hier. Gut. Als nächstes